Moin moin allerseits. Wir spielen weiter Fallout 1. Wir befinden uns hier in der Vault 15. Wie zu warten war, ist diese Vault verlassen und ziemlich heruntergekommen. Und eigentlich schauen wir uns hier nur noch um, ob wir hier irgendetwas Interessantes oder Nützliches finden für uns selbst. Denn den Wasserchip werden wir hier mit aller Wahrscheinlichkeit nicht finden. Wäre auch ein kleines Wunder. Huch. Eine Ratte. Interessant. Die ist unserem wachsamen Auge irgendwie entkommen. Dreimal daneben, okay. Ian, vielleicht hast du gemerkt. Jo. Ein Schuss. Da war es geschehen um die Ratte. Ich habe eben gesehen, dass ich meine Waffen nachladen muss. Okay, Ian versperrt mal wieder den Weg. Ist das blöd, wenn man NPCs mit dabei hat, in so engen Gängen, wo praktisch nur eine Person stehen kann, versperren sie einem doch schon das ein oder andere Mal den Weg. Hier läuft noch eine Ratte rum, oder sogar zwei. Nein, gezielt wollte ich nicht. Ich wollte schwingen. Wieder dreimal vorbei. Dreimal vorbei. Vorbei ist dreimal vorbei. So macht man das, Ian. Oder so. Hier noch irgendwas Interessantes. Ja, was war hier? Aha. Hier, geh mal kurz zur Seite. Ein bisschen Munition. Munition kann man immer gebrauchen. Ist nichts weiter. Ich glaube, hier oben war ich schon. Hier sehe ich tote Ratten, da wird nichts sein. Hier sehe ich auch tote Ratten. Auf dem Schrank, hier wird auch nichts sein. So, ich bin hier gekommen, hergekommen. Okay. So. Nächster Fahrstuhlschacht. Oh, Monitore. Gibt's da was zu sagen? So. Ja, hier scheint alles zerstört zu sein. Also die Displays auf dieser Monitorwand sind alle kaputt. Naja, kann man ja auch schon sehen. Aha, okay, wir brauchen ein zweites Seil. Zweites Seil. Wir haben zwei dabei gehabt. Eins haben wir, glaube ich, hier sogar noch gefunden, ja. So, Ian, es geht abwärts. Nur durch so eine blöden kleinen Ratten.
das große Viech da gerade ran. Taktischer Rückzug vielleicht. Ian hat nachgeladen. Tatsächlich, das große Viech hat uns gesehen. Weshalb auch immer. Ich gehe mal hier hin. Hier. Ich will ja nicht Ian treffen. So. Hier, Rest für dich. Das Ding lebt immer noch. Es geht direkt auf mich zu. Versuchen wir es mal mit einem gezielten Schuss. Ein ins Groin. Das ist auch etwas, das ab Fallout 2 nicht mehr möglich war. Also in Fallout 2 noch, aber danach nicht mehr. Es ist ja die sehr empfindliche Gegend zwischen den Beinen. Und die kann ein Wesen schon ausnocken. Da muss man dann nicht in den Kopf schießen oder so. Das versuchen wir mal. Ach, steht hier sogar. Critical hit in the groin, doing some extra damage due to the sensitive location. Also wir haben zusätzlichen Schaden gemacht, weil wir diese verletzliche Gegend getroffen haben. So, diese irgendwas dabei. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Ian. Nein, Ian. Ich möchte dir nicht im Weg stehen. So, Feuer frei. Hm. Das war's schon. Und hier sind Schränke, die gucken wir uns gleich mal an. Vielleicht bevor wir in den großen Raum gehen. So, blöde Ratte. Was ist denn da drin? Und ein Schränkchen. Oh, Dynamit. Zwei Handgranaten. Ich bin nicht gut im Werfen und ich glaube mit Sprengstoff ist mein Skill auch nicht wirklich gut. Hier sieht man das nicht. Throwing 40. Also nicht wirklich gut. Und Sprengstoff. Wozu gehört der Sprengstoff? Traps, glaube ich. Also Setting of Explosives, ja. No. Passt trotzdem. Ja, eine kleine MP. Das gefällt mir. Ich glaube zwar, dass sie nicht so viel Schaden macht wie eine Pistole. 5 bis 12. Aber... Doch, 5 bis 12. Und sie hat den Burst-Modus. Ich kann also quasi, naja, nicht Dauerfeuer, aber so ein bisschen auf Automatik schalten. Das ist schön. Das ist schön. Das gefällt. Dann kann ich hier die Munition rausnehmen. Na. Und hier rein. So. Voll geladen. Das heißt, jetzt kann ich in Notfällen quasi auf Autofeuer gehen und kann wesentlich mehr Schaden machen. Aber ich muss natürlich nicht im Burst-Modus. Ich bleib bei Single. Ich sterbe.
Treffer versenkt. Hier noch irgendwas rum? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Hier ist der Zugang. Irgendein Zugang ist hier verschüttet. Hier bin ich noch. Ja, hier ist. Ja, hier liegt eine Crowbar. Nehmen Sie bitte. Ansonsten ist hier nichts. Auch damit bis zum Durchgang. Rocks. Sonst weiter nichts. Ian, komm bitte her. Hier sind Gegner. Ich möchte hier nicht alleine kämpfen. Sind hier irgendwo hinzugehen? Nicht irgendetwas anzugucken, frage ich mich gerade. Und ich sehe hier keine Schränke oder ähnliches. Mal gucken. Wir werden trotzdem das Ganze nochmal erkunden, damit wir einfach immer sicher gehen. Ich glaube, ich versuche mal mit dem Messer, wenn der schon so nah dran ist. Ja, Treffer. Aber nicht tot. Das Ding liegt nur am Boden, deshalb habe ich jetzt auch eine viel bessere Chance, das zu treffen. Jetzt ist es tot. Hier unten war eine Ratte, habe ich gesehen. Attacke. Treffer versenkt. Nächste Ratte. Hier sind zwei von den fetten Teilen drin. Ist mir noch so ein Gegner? Ein paar kleine. Ah, hier ist ein Schränkchen. Okay. Vielleicht lohnt sich das doch noch, falls da was Interessantes drin ist in diesem Schränkchen. Na, dann kämpfen wir uns mal durch. Ian, komm bitte rein. Vorbei, vorbei. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite, nicht dass Ian mir gleich in den Rücken schießt. Ja, Ian, das war Schaden, ne? Vielleicht bräuchtest du ein Messer oder irgend sowas. Wir gehen direkt zum Schrank und werden direkt, ja, nicht direkt angegriffen, aber kommt das nächste fette Teil. Du machst den Rest, oder? So gehört sich das. So, liebe Ratte, hast vorbeigebissen. Den Kampf haben wir erledigt. Ich sage tschüss und bis gleich.